So, willkommen zurück zu I Wanna Be The Guy. Wir sind in den 40ern, ich glaube, das ist sogar schon Part 41. Und wir werden jetzt diese Scheiße hier schaffen. Jawohl! Genau, ich schaff's dann einfach mal gleich beim ersten Mal. Das letzte Video die ganze Zeit nur gefailt. Alter, was geht denn hier ab? Ey, wie schnell das Ding wird. Okay, komm Junge hier, du hast mir gar nichts zu melden. Scheiß Plattform des Todes, ey. So. Früh genug springen und hier keinen Doppelsprung machen. Ja, dann kommt man hier ganz einfach durch, aber ich war ja im letzten Part zu beschränkt. Ey, und jetzt schaffe ich es beim ersten Mal, ey, ohne Witz. Na, okay. Ich muss mal kurz Pause machen. So, die Pause hat einfach mal 8 Tage gedauert. Ja, war nicht sehr geil. Nee, es lag einfach daran, dass ich, nachdem ich unterbrochen wurde, keinen Bock mehr auf die Scheiße hatte und erstmal die ganze Zeit nur Banjo-Kazooie aufgenommen habe. Naja, aber da Matze mittlerweile auch schon beim Guy ist, habe ich mir gesagt, ne, komm, jetzt muss ich auch mal wieder ran. Jetzt habe ich mittlerweile keine Parts I Wanna Be The Guy mehr auf dem PC, aber dafür ein Arsch voll von Banjo-Kazooie. Und ja, ich will auf jeden Fall bis zum Guy kommen. Ist ja nur noch dieser eine Checkpoint, aber diese eine Stelle ist einfach mal sau unfair und auf die habe ich auch überhaupt keinen Bock. Boah, ja, jetzt springe ich noch dagegen. Ja, ich bin ein bisschen eingerostet vielleicht, aber hier muss man ja eigentlich nichts weiter machen. Man braucht eigentlich auch nur Glück. Ja, es ist echt so. An der einen Stelle, ich weiß gar nicht, ob ich da schon war. Ich glaube nicht. Aber an der einen Stelle ist es einfach mal so eng, dass man da eigentlich nicht durchkommt. Ja, ich habe es auch gar nicht verbockt gerade. Ja, und ich weiß, dass alle den anderen Weg gehen, aber ich finde irgendwie den chilliger. Den konnte ich zumindest vor einer Woche noch. Boah. Ja, ich bin auch gar nicht schlecht gerade oder so. Aber es macht man nichts. Ja, wirklich, dass ich so lange nicht mehr zocke, hätte ich nicht gedacht. Ist ja auch genau der richtige Zeitpunkt, einfach mal eine Woche Pause zu machen, wenn man direkt vorm Guy ist. Das war irgendwie jetzt nicht so die beste Idee. Egal, Banjo-Kazooie hat wenigstens mal mehr oder weniger Spaß gemacht. Aber eher mehr. Na, hier ist die Hurensohnstelle, Alter. Da braucht man so Luck. Mats hat, glaube ich, nur 5 Minuten oder so gebraucht. Dann war er da schon durch. Der war da, glaube ich, sogar beim allerersten Versuch oder so durch. Nur dann hat ihn der Save Point of Evil gekillt. Naja. Ich hoffe, ich komme da auch relativ schnell durch und werde nicht Opfer des Save Points of Evil. Ich meine, man muss ihn halt abballern, aber wenn man ihn dann nicht trifft oder einfach mal meint, nö, ich sterbe jetzt nicht, dann hat man halt verkackt. Und so verbuggt wie mein Scheißspiel hier ist, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann wieder gelitten habe. So. Das ist immer noch mein Way. So, ja. Man muss sich da perfekt ausrichten. Das ist doch scheiße. Egal, ich habe ja noch 1 Minute gut von vor 8 Tagen. Das heißt, ich muss sogar nur 9 Minuten zocken, bevor ich die Scheiße hier beenden kann. Was mir aber nichts bringt, da ich auf jeden Fall heute noch bis zum Guy kommen will. Na, dumm. Boah, jetzt krieg ich nicht mal mehr den Sprung hin. Nee, 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 nee. So, ganz chillig. Na, schaffe ich das jetzt überhaupt noch zeitlich? Ja, locker, locker. Live la vida loca. Nee, das ist jetzt nicht der Punkt, aber ich habe mal beschlossen, ich singe mehr in meinen LPs, um mich abzulenken. Nee, eigentlich singe ich nur in diesem Scheißspiel hier. Das ist mein Plan. Ja! 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 Oh, jawohl. So, wie mache ich das jetzt am intelligentesten? Hm.
Alter, ich mach's schon wieder auf die komplizierte Art und Weise, habe ich so das Gefühl. So, ich bin beim Guy. Jawohl. Ich möchte aber hier speichern. So, epischer Dialog. Jetzt müsste er sich eigentlich in Super Saiyajin verwandeln. Das wäre so der epische Moment. Ja, gut. Da ist der S-Knopf. Nein, ich wollte mir auch nur einmal den Spaß hier gönnen. Läuft der jetzt? Macht er nur so eine Kugel? Ich weiß es nicht. Er macht Kugeln. Alter, ist das dumm. Hab jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, okay. Ja, jetzt läuft er doch. Es ist schön zu wissen. Es gibt. Egal, ich find's geil. So, dann darf ich nicht ganz dastehen. Da auch nicht. Wo kann ich denn stehen? Da links neben dem ersten Stachel. So. Ungefähr da, aber jetzt. War ich gerade so auf meinen R- und S-Knopf, dass ich meinen A-Knopf nicht in der Hand hatte. Ist ja schön. Ja, ich springe hier auf den Kopf. Aber eine halbe Sekunde später, dann hätte ich dir gegeben. Ja, er läuft rum, dann fliegt er dahin. Ja, dann schießt er irgendwie, schmeißt noch so ein komisches grünes Ei raus. Ich weiß es nicht. Ah, warum springe ich da? Ist doch dumm. Ah, jetzt schießt er doch. Es ist doch Beschiss. Vielleicht sollte ich mich... What? You? Sollte ich mich ein bisschen weiter wegstellen. So, diesmal bleibe ich hier stehen. Ja, Megaschusswinkel. Schon klar. Hat er wieder gar keine Scheiße programmiert. So, tschüss, ne? Alter, der ist schnell, der Junge. Der ist schnell. Aber nicht unmöglich. Ah, kacke, wenn man zumindest richtig steht. S. Alter, wir müssen echt mal zum Super Saiyajin werden, dass wir hier mehr als einen Treffer aushalten. Es geht echt nicht weiter. So und tschüss. Wenn er läuft, dann bin ich schneller als er. Ja, jetzt schießt du, ich springe. Ja, okay, aber ich kann wieder links neben dem ersten Stachel stehen. Das ist doch gut zu wissen. Na, ich darf nicht so gierig sein. Warum schießt der da oben? Was ist das schon wieder für eine verbackte Scheiße? Ich bin nicht gesprungen und hab den da oben hingelockt. Das wüsste ich doch. So. Was tust du nun, Kumpel? So. Ich sage es schon wieder so. Ich stehe neben dem Stachel, ja. Du läufst rum wie so ein Bekloppter. Wow, das war knapp. Denn du bist ein Bekloppter. Okay, nächste Form. Kommt jetzt schon diese Scheiße? Ich weiß es nicht. Ja, okay, es kommt diese Scheiße. Ja, gut. An diese Mega-Attacke erinnere ich mich sogar noch. Und dann kam noch, warum springe ich nicht? Warum war der irgendwie gerade weg? Also ich weiß noch, dass es die Mega-Attacke gibt und diese eine, wo er die große Kugel schießt, also ja, genau, wo diese Kugeln schießt, die dann aber von der Wand abprallen.
Da muss man immer so rüberspringen, dass die ihn treffen, weil man ihm sonst irgendwie keinen Schaden zufügen kann. Also kommt anscheinend erst seine Mega, ich werf 10.000 Kugeln vor, und dann seine Enemene Miste, ich finger nicht, ich fiste vor. Oh nein, wäre ich mal weitergesprungen. Ja, egal, ich beende die Scheiße hier, ich kann auch mal speichern. Ach, da ist Evil, ja, da sterbe ich dann noch, ist egal. So, ich speichere hier, bis zum nächsten Mal, haut rein.